Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir sind also im letzten Spiel der Weekend League. Und ja, wir haben immerhin 15 Siege geschafft, also wieder mal Gold 1. Das ist natürlich sehr geil. Über Gold 1 freue ich mich dann doch immer noch mehr als über Gold 2, logischerweise. Es sind auch nur 5000 Coins mehr und ein kleines Pack mehr. Also ja, man kann sagen, mindestens wahrscheinlich 10.000 Coins mehr, das macht eigentlich gar nicht so viel aus, aber man hat ja auch manchmal ein bisschen Glück in den Packs und zieht noch ein paar geile Sachen. So, das ist ein super schneller Sturm. Das heißt, Augen auf dem Straßenverkehr, konzentriert spielen. Und gegen die Pace werden wir wahrscheinlich kein 4-3-2-1 spielen können. Deswegen hoffe ich mal, dass mein 4-2-3-1 funktioniert. Konzentriert spielen mit Lacazette und Draxler ein paar Zaubertore machen, dann ist alles gut. Schön gemacht von Lacazette, wir bleiben leider nicht im Ballbesitz. Gut gemacht von Dante, wir bleiben wieder nicht im Ballbesitz. Und dann ein schwacher Abschluss von Thiago. Aber wir haben ihn gut gestört, auch wenn wir den Ballbesitz nicht behalten haben. Schade, war knapp. Gemacht von Verratti. Pace durch. Memphis mit richtig Platz. Aber einem super schwachen Pass. Ich habe mich schon gefreut jetzt auf den. Auf die riesen Torschance und er verkackt den Pass, die Pay. Kann am schwachen Fuß liegen. Das ist das Problem. Es kann am schwachen Fuß liegen. Aber es ist das erste Mal, dass jeder, dass er einen relativ einfachen Pass verkackt hat. Es kann natürlich spielentscheidend sein, ist das Tragische. Aber wie gesagt, das ja, kann den Besten passieren. Das war bitte Abseits. Wie kann denn das kein Abseits gewesen sein? Oh mein Gott. Ja, und jetzt reden wir halt nochmal über die Chance von Depay oder die Depay versaut hat durch seinen schwachen Pass, ne? Aber egal, wir haben die Chance. Wir haben sie einmal bekommen, wir bekommen sie nochmal. Oder wir bekommen halt einfach eine rote Karte. Okay, jetzt können wir zeigen, dass wir auch mit einer roten Karte noch Spiele gewinnen können. Steht nur 1-0, scheißegal. Wir haben auch schon oft genug verloren, wenn der Gegner eine rote Karte bekommen hat und wir standen 1-0 für uns. Wie viel Glück der aber auch hat, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, die rote Karte hat natürlich Eigenverschulden, klar, aber.
Das habe ich gemeint. Wir haben eine rote Karte und machen trotzdem einfach mal unseren Anschluss oder unseren Ausgleichstreffer und jetzt ist wieder alles drinne. Oh Gott, wäre das krass, wenn wir mit einer roten Karte gewinnen, ey. Meine, vor allem defensiv ändert die rote Karte ja nicht viel. Schon wieder bekommt die Pay den Ball. Oh nein. Scheiß Pace-Tor, dumme Verteidigungstor. Egal, wir haben eins gemacht, wir machen noch eins. Schmelzer fällt mir gerade auf. Was hat er denn Schmelzer? Oh, danke Memphis. Schön gemacht. Ja, Gegner spielt definitiv gar nicht mal so gut, aber es ist natürlich schwerer mit einer roten Karte, ist klar. Aber ich brauche mich nicht beschweren, die rote Karte ist meine eigene Schuld, muss halt nicht reingrätschen. Von daher brauche ich mich nicht beschweren. Es wäre auf jeden Fall mehr drin mit ohne rote Karte. Wir können immer noch einen Ausgleich machen, wir können sogar theoretischerweise gewinnen, aber es wird schwer. Und ja, die Weekend League ist halt eigentlich auch schon vorbei. Ist halt wieder ärgerlich, dass ich dann meine Emotionen nicht im Griff habe und die rote Karte verursache, weil der 16. Sieg ist ja eigentlich schon wichtig. Oder kann wichtig sein am Ende des Monats und naja. Aber es regt mich halt innerlich, ist es halt immer so, ja, du kannst kein Elite 3 mehr werden. Und dann ist es natürlich schwieriger, da genauso fokussiert zu spielen, logischerweise. Ja, könnt ihr euch denken, oder? Dass ich 100 Mal auf Schießen gedrückt habe und er nicht geschossen hat, dieser beschissene Idiot, ey. Ein Scheißlacker, ey. Ich habe 100 Mal auf Schießen gedrückt mit Aurier und jedes Mal wurde die Eingabe nicht angenommen. Krass, wie er den nicht festhalten kann.
Das Dinger macht er auch gerne mal. Also wie gesagt, der Ausgleich wäre alleine wegen der Chance von Aurier absolut verdient. Ich weiß nicht, warum er den nicht macht. Schwacher Abschluss. Ja, genauso wollte ich schießen. Ich bin abgerutscht. Fuck! Was ist denn jetzt los? Ja, so verdient der Ausgleich. Unglaublich. Was? Oh, ich war so im Fokus drin. Also ich bin nicht böse drüber, weil jetzt kriegen wir nochmal die zweite Chance, ein richtiges Spiel zu machen ohne rote Karte, aber keine Ahnung, was hier los ist. Okay, dann müssen wir mit der Bundesliga spielen, damit sich Draxler regenerieren kann. So, diesmal keine dumme Grätsche, bitte. Danke. Jetzt muss ich eigentlich gewinnen, damit sich dieses Glück wirklich gelohnt hat. Muss ich einfach. Wo ist er denn? Ach, er ist schon auf der Bank, sehr gut. Okay, konzentrieren. Es geht nur noch halb um was, nämlich um die Monatswertung, aber versuch trotzdem bitte gut zu spielen. Noch ein letztes Mal beißen, konzentrieren und dann läuft das auch. Ne. Wobei, nee, ich glaube, das Rot ist hell genug. Komm schon, einfach beißen, konzentrieren, dann klappt es auch. Ach du Scheiße! Was ist das denn? Ultra krasses Team. Richtig stark. Mit so viel Infos. So, jetzt konzentrieren, beißen, keine sinnlosen Grätschen. Noch ein letztes Mal sich anstrengen. Er sollte halt einfach direkt den Pass machen zu Plattner, da macht ihn halt nicht, deswegen drehe ich mich erst dann wieder. Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe und dann mit dem Bele einfach. So viel Platz gehabt, da hat er einfach einen Stellungsfehler, weil der eine Spieler halt rausrückt. Ich hab's zum Glück gesehen und dann hat er auf den Bille gespielt und dann habe ich ihn ins Eck gelegt. Geschlenzt war der. Sehr schön.
So hätte ich auch im anderen Spiel spielen sollen. Schön gemacht von Hummels und dann dummer Abwehr, Abspielfehler von mir. Das war geil gespielt. Das war nicht mehr so geil gespielt. Er wird auf jeden Fall wieder. Also er wird. Boah, da kommt an der Pass. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er ankommt. Er wird auf jeden Fall auch wieder viel aggressiver, der Spieler. Man merkt das richtig. Also ihn kotzt das 1-0 wahrscheinlich ziemlich an. Das ist sowas nicht geplant. Oh, danke, danke, danke. Haben wir natürlich Glück, dass er nicht reingeht. Vor allem, dass Kane das Kopfballduell verliert, war schon krass. Ja, und dann passiert es halt so. Oh, fuck you. Wir haben echt lange kein Lacker-Eckentor mehr gefressen. Von daher, was soll's. Wir machen einfach noch eins. Also noch ein Tor. So nervig, wenn man da halt den Ball reingibt, drückt man schon auf Schießen, damit er halt auch schießt direkt. Und dann passiert halt das, dass wenn man der andere den Ball bekommt, er halt auch schießt. Schade. Boah, er hat ihn sogar gemacht, krass. Aus dem Winkel. Darf mir nicht passieren, sinnloser Ballverlust. Zum Glück abseits. Das sinnlos. Ich merke das, ich flach gerade ab in meiner Spannung. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Komm jetzt, halt noch mal durch. Jetzt noch mal konzentriert spielen. Fuck. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time.
Okay, am Ende war es wieder ein bisschen besser, aber zwischendurch habe ich ziemlich abgekackt. Ist halt sehr ärgerlich, dass dieses Tor von ihm nicht rausgespielt war, wie meins, aber egal. Oh, fuck. Warum macht er denn da diesen Scheiß? Ich muss mich mal hinlegen. Er hätte den Ball so mitnehmen können. Ich hatte schon auf Passen gedrückt. So dumm von Vidal. Also, ich wollte nicht lupfen, das war wieder. Kommt alle mit, jubeln, ey, kommt alle mit, geil, Eckfahren. Ich wollte nicht lupfen, ich wollte einfach nur wieder auf Spielerwechsel drücken, aber es war halt durch Zufall in dem Moment genau das Richtige. Und dann lupfen wir ihn frech da ins lange Eck rein und Mali natürlich wieder, Zauberdorf was sonst. Abgefälschter Pass. Ach ne, hier, das kommt dann, ja, das war dann vom Gegner halt. Und ja, also er hätte ihn auch gemacht, wenn er den flach oder normal schießt, denke ich. Das war egal, in dem Moment war es halt egal, aber den Luft hauptsächlich, er macht ihn dann in die Ecke rein. Jetzt konzentrieren, dass er nicht wieder so einen scheiß Ausgleich macht. Am besten halt das 3-1 machen. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Glück mit den Tunneln. Ball kommt gerade immer. Also jetzt haben wir richtig Glück mit den zweiten Bällen. Weil die kommen gerade alle wieder bei uns an. Warum spielt er den in den Lauf? Piszczek ist noch nicht mal gelaufen. Also normalerweise machen die das ja maximal, wenn dann derjenige läuft, aber hier ist Piszczek ja wirklich nicht gelaufen. Schön gemacht von Sokrates. Scheiße, abseits.
Oh, gut gemacht von Hummels. Kann denn der durchkommen? Tun jetzt. Bestimmt Ecke, oder? Geil, wie fern man das immer macht. Da haben wir Glück. Oh, Mali ohne Körper. Nein, oh, ich habe es nicht mal geschafft, schnell nach oben zu drücken. Machen es spannender, als es sein muss. Schön gemacht, das ist glaube ich keine Ecke. Nice. Official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Das darf man natürlich nicht mehr entgehen jetzt, ne? Nice, 16 Siege. Wir haben das Minimalziel erreicht für Gold, für Elite 3 im Monat. Ja, aber jetzt wirklich immer 16 Siege. 16 Siege ist ja eigentlich schon eines der besseren Ergebnisse, muss man ja sagen. Also ich finde zwar trotzdem, ich habe viel zu viele Spiele verloren, die ich hätte gewinnen können, aber es ist nicht ohne Grund so, dass ich auch schon einige Male 15, 14 oder 13 Siege nur geschafft habe. Und von daher, ich habe nicht so schlecht gespielt, also ich bin auch zufrieden mit meiner spielerischen Leistung. Nur halt die Bissigkeit, das Dranbleiben, die Konzentration, die hat vielleicht, gerade wenn ich ein 1-0 gemacht habe oder so, dann teilweise gefehlt. Und ja. Tore, Mali und Dembele, Vorlagen einmal Bentaleb. Ja, das war ein schönes Tor von Mali. War auch der Siegtreffer. Wichtiger Mann, wichtiger Mann. Das ist unglaublich, dass das so abgeht. Ich muss sagen, wenn ich jetzt Falcao wieder spielen sollte. Ich spiele echt für den Gedanken, ob ich ihm Hunter gebe, weil, aber ich glaube, es ist einfach Zufall, dass gerade bei Mali das so gut funktioniert mit dem Hunter und mit der Pace. Vielleicht würde der auch ähnlich gut spielen, wenn ich ihm keine Pace geben würde, sondern einen anderen Champions League Style. Ich weiß es nicht, das kann sein. Aber ja, Falcao ist erstmal kein Thema. Ich spiele erstmal weiter Lacazette, wobei man schon sagen muss, dass Lacazette jetzt der normale hatte schon seine Momente, aber auf jeden Fall nicht so geil wie beim ersten Versuch. Und Inform lag, also ist halt von den Werten her schon nochmal deutlich besser. Deswegen könnte es schon sein, dass das jetzt einen Unterschied macht. Wie gesagt, mein Spielstil hat sich entscheidend verändert. Und damals, als ich den ersten Lacazette noch gespielt habe, da war eben der alte Spielstil noch. Selbst als ich dann auf Inform Lacazette gewechselt bin, war der alte Spielstil noch. Aber ich glaube, auch gegen Ende hat dann Lacazette ein bisschen abgebaut und hatte dann nicht mehr einen Scorerpunkt pro Spiel. Aber wie gesagt, er kriegt auf jeden Fall noch bis, also er kriegt, denke ich, mindestens noch 10 Spiele Chance bis 20 Games und dann kann ich auch besser Falcao mit Lacazette vergleichen. So, das soll es gewesen sein. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.